Was im März 2018 begann, wurde nun feierlich eröffnet. Das Creation Center der BASF ist optisch nicht zu übersehen. Mit seiner Außenfassade schmückt es den ehemaligen Luftschutzbunker an Tor 2. Aber nicht nur die Optik ist besonders, sondern auch seine Bedeutung für die BASF und die Stadt Ludwigshafen. Das Creation Center, das steht eigentlich dafür, dass wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten möchten. Nämlich auf der einen Seite Materialkunde, die wir einbringen, auf der anderen Seite die Wünsche, was der Kunde denn alles mit seinen Endprodukten machen möchte. Und das Ganze versuchen wir hier gemeinsam neu zu kreieren. Ja, ich bin stolz. In einem Atemzug mit Shanghai, Yokohama und Mumbai hat auch Ludwigshafen ein BASF Creation Center. Das zeigt auch, wie wichtig der Standort Ludwigshafen für die BASF ist. Und die Stadt Ludwigshafen lebt in und mit der BASF und wir sind stolz auf solche Entwicklungen. Das Creation Center ist die logische Weiterentwicklung der früheren Designfabrik. Hier bekommen Kunden der BASF Hilfe im Entstehungsprozess eines neuen Produktes, aber eben nicht mehr nur beim Design, sondern auch bei Fragen technischer Natur. Zunächst mal ist es natürlich eine Anlaufstelle für die Kunden des Bereichs Kunststoffe und Schäume von der BASF und Performance Materials. Und als solcher wollen wir zunächst mal alle Kunden hierher bekommen, die eine Idee haben, wie sie ein neues Produkt entwickeln. Und mit diesen Ideen wollen wir dann in einer möglichst frühen Phase mit den Kunden zusammenarbeiten und dann bis zum, was wir Proof of Concept nennen, gehen. Das heißt, die virtuelle Absicherung des Bauteils. Also es gibt noch kein echtes Produkt, aber trotzdem können wir schon sagen, dass die Idee, die wir gemeinsam mit dem Kunden entwickelt haben oder die der Kunde selber hatte, so realisiert werden kann mit unserem Material. Die Bandbreite der Kunden, die mit dem BASF Creation Center zusammenarbeiten, ist groß. Daher gleicht kein Projekt dem anderen und auch die Herausforderungen sind immer wieder neu. Das ist immer noch das Wichtigste, ist es einfach Fragen zu stellen und herauszufinden, wo drückt denn den Kunden der Schuh? Tatsächlich ist es ja so, unsere Kunden sind sehr spezialisiert. Also wenn ich mit einem Kunden rede, der seit 30 Jahren Bohrmaschinen herstellt, dann brauche ich dem nicht zu erklären, wie eine Bohrmaschine herzustellen ist, sondern muss ich erstmal verstehen, was eigentlich sein Thema ist, warum er sich jetzt an mich wendet, was er quasi mit seiner 30-jährigen Erfahrung nicht gelöst bekommt. Und dann arbeite ich mich an seine Problemstellung ran und versuche ihm so ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie er dieses Problem lösen kann. Das Creation Center ist mit neuester Technik ausgestattet. Zum Beispiel mit einer sogenannten 3D-LED-Powerwall, knapp 4 Meter breit und 3 Meter hoch. Kunststoffexperten verknüpfen hier die reale Materialwelt mit den neuesten Möglichkeiten der Digitalisierung. So können auf der Powerwall Simulationen von Bauteilen in 3D betrachtet und gemeinsam mit dem Kunden analysiert werden. Am Ende greifen aber auch die Designer auf Altbewährtes zurück. Natürlich hat eine BASF mit dieser ganzen Historie und der Forschung und was wir alles an technischen Leuten hier haben, extrem viel detailliertes Wissen für jedes einzelne Material. Also wir haben einen Spezialisten für jedes Material hier. Und was wir eben versuchen, ist auch so eine Vermittlung dann herzustellen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich für ein Material entschieden hat, zu sagen, das ist der richtige Mann aus der BASF, der muss mit an den Tisch kommen und der kann es dann weiter diskutieren. Das Creation Center sorgt dafür, dass die Kunden und ihre Produkte noch mehr im Fokus stehen und ganzheitlich unterstützt werden. Für die BASF ist das ein weiterer Schritt in die Zukunft des Unternehmens. BASF. We create chemistry.